Hallo, liebe Kinder. Ich bin Loquindo Lupus und ich erzähle euch Geschichten von Colin Cleff und seinen Freunden. Piep! Piep, 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 piep. Piep! Was habe ich da gehört, Piep? Du erzählst uns eine Geschichte? Ja, Pepe Piep. Eine Geschichte von Colin Cleff, dem sprechenden Hund aus Köln. Piep, und was ist das für eine Geschichte, Piep? Ist es eine Gruselgeschichte? Nein, es ist eine spannende und lustige Geschichte. Piep, kann ich mich an dich kuscheln, wenn du die Geschichte den Kindern erzählen tust, Piep? Na klar, Pepe, komm her. Au, du piekst mich ja mit deinem Schnabel. Oh, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, Piep. Pepe, kann ich jetzt loslegen? Ja klar, kein Problem, ich bin voll da und bin jetzt auch ganz, ganz still. Also, es war mal ein Hund, nicht dumm, nicht dünn, nicht rund, aber schnell und schlau lief er durch das Land. Und trank und aß, was er so auf der Straße fand. Piep! Der Colin hat kein Härchen, das ihm was zu essen und zu trinken gibt? Nein, aber Pepe, das ist erst der Anfang der Geschichte. Piep, und keiner, der ihn streichelt und ihn ganz doll liebt. Pepe, unterbrich mich nicht. Ich berichte. Also, es war einmal ein Hund, nicht dumm, nicht dünn, nicht rund, schnell und schlau, wie eine Supersau. Piep! Eine Supersau? Pepe, Piep, unterbrich mich nicht immer. Piep, so schlau? Wow! Sonst komme ich nicht weiter, nimmer. Also, es war einmal ein Hund, nicht dumm, sondern schlau. Wie eine Supersau. Er lief und traf auf Groß und Klein. Und er war doch so schrecklich allein. Nein, denn Colin hatte Freunde überall. Er traf sie meistens durch Hundezufall. Eines Tages lief er auf die Wiese hinterm Park. Schnüffelte hier und da und fühlte sich gut und stark. Da hörte er ein Geräusch in den Zweigen. Kinder, hört ihr das auch? Ich bin's, Colin Celine. Ich komme hier nicht mehr runter und ich habe ganz tolle Angst. Kannst du mir bitte helfen? Oh, Kinder, Celine ist in Not. Sie ist auf dem Baum. Ich muss ihr helfen, aber wie? Celine, warte, ich muss nachdenken. Moment. Wuff, waff, wuff, wuff, waff. Wuff, waff, wuff, wuff, waff. Ich hab's. Ha, einen Moment. Ich hol was. Oh nein, jetzt ist er weggegangen. Colin, wo bist du denn? Ich komme, Celine. Kommst du mich retten? Ja, nimm den Stock. Kletter runter. Gerettet hast. Das habe ich doch gern gemacht. Aber was hast du denn auf dem Baum gemacht? Du bist doch keine Katze. Ja, ich weiß schon. Aber da war so ein fremder Junge. Der ist hinter mir hergerannt und der hat versucht, mich zu fangen. Und ich hatte solche Angst. Da bin ich ganz schnell auf den Baum da gerannt. Ah, das muss der Neue sein. Er heißt Nils. Er wohnt erst seit kurzem in Köln. Du, Colin? Ja? Ich muss langsam nach Hause, sonst macht sich Sophie noch Sorgen. Ja. Also, vielen Dank nochmal, dass du mich gerettet hast. Mua. Tschüss. Tschüss, Celine. Bis bald. Ach, Kinder. Dieser neue Junge in unserer Gegend weiß wohl nicht, dass man Hunden nicht hinterherlaufen darf. Das Problem ist, dass wir Hunde ja auch nicht immer wissen, ob jemand nett oder böse zu uns sein will. Und wenn uns jemand hinterherläuft, dann kriegen manche Hunde von uns Angst, weil wir denken, er will uns fangen und festhalten. Und wir wollen nicht festgehalten werden. Das kennt ihr doch bestimmt auch, oder? Das Problem ist, wenn das jemand macht, können wir nicht sprechen. Und wir können auch nicht Nein sagen, weil wir ja Hunde sind. Und dann versuchen wir uns zu winden und zu drehen. Und manchmal, da knurren wir auch. Und ganz schlimm ist, wenn man uns gegen unseren Willen festhält und wir Angst haben, dann beißen auch manche von uns Hunden. Also, immer erst stehen bleiben, den Namen vom Hund rufen, ihn an sich schnuppern lassen und wenn er bei euch bleibt, ihn vorsichtig am Rücken streicheln und nicht hinterherlaufen. Celine, was ist denn jetzt schon wieder los? Celine,
Celine! Nein! Celine, nicht wieder auf den Baum! Du, Colin, aber da kommt schon wieder dieser Junge. Er war schon wieder hinter mir her. Hilf mir, Colin, bitte! Der Junge, der Nils, versteck dich, Celine. Ich regel das. Dem werde ich schon sagen, dass das so nicht geht. Jawohl! Passt mal auf. Ha, wo bleibt er denn? Ach, ist ja noch so ein toller Hund. Oh, was bellst du denn so, mein Kleiner? Ich bell so, weil du meine Freundin Celine in Ruhe lassen sollst. Du sollst ihr nicht immer hinterherlaufen, du Hinterherlaufer, du. Du sprichst ja. Ja, ich spreche. Du sprichst ja. Ja, das sagtest du schon. Ah, ein sprechender Hund. Ah! Ich hab's aber gezeigt. Celine? Celine? Ist er wirklich weg? Celine, komm raus. Kannst du mir dann noch mal runterhelfen? Hier. Puh, da hast du mich ja gleich zweimal an einem Tag gerettet, Colin. Du bist mein allerbester Freund, weißt du das? Aber weißt du, das ist echt riskant, dass du mit dem Jungen gesprochen hast. Der Hundefänger Hugo ist doch immer in der Nähe. Und wenn er erfährt, dass du hier bist, dann wird es gefährlich für dich. Ach, Celine, du machst dir viel zu schnell Sorgen. Ja, mach ich. Ich will dich nicht verlieren. Du bist mein bester Freund. Und außerdem hast du auch kein Herrchen, das sich um dich kümmert. Also klar mache ich mir Sorgen. Ich komme alleine klar. Jetzt bringe ich dich erstmal nach Hause, damit ich dieser Junge nicht wieder ärgern kann. Na komm. Ich bring dich zu Sophie. Dankeschön. Bin ich froh, dass du jetzt dabei bist. Bis später, Kinder. So, wo war das dann? Hier war das. Wo? Hier? Ja, genau hier. Erst hat er gebellt und dann hat er gesprochen und gesagt, dass ich seine Freundin Celine in Ruhe lassen soll. Eine sprechende Hund. Du bist jetzt schon der fünfte Junge in dieser Gegend, der mir davon erzählt. Wenn es wirklich einen sprechenden Hund auf dieser Welt gibt und ich ihn fangen könnte, dann könnte ich mit ihm sicherlich viel Geld verdienen. Und was ist, wenn er nicht mitmachen will? Na klar will er. Ich frage ihn, ob er mit mir im Zirkus auftreten will. Zirkus findest du doch auch gut, oder? Ja, finde ich toll. Na siehst du, also wird der sprechende Hund das bestimmt auch gut finden. Ja, vielleicht. Weißt du was, Junge? Wenn du mir hilfst, diesen sprechenden Hund zu fangen, dann bekommst du eine Belohnung. Belohnung finde ich gut. Und was für eine Belohnung? Ein Apfel. Finde ich langweilig. Dann eine Banane. Finde ich auch langweilig. Ja, was willst du dann? Einen Dinosaurier. Na gut, Junge, kriegst du. Also pass auf, Junge, ich habe einen Plan. Du tust so, als ob du vom Baum gefallen wärst und dich verletzt hättest und rufst um Hilfe. Und dann? Und dann wird dieser Hund vielleicht kommen und dir helfen wollen. Okay, also ich fange jetzt an. Ich versteck mich so lange hier. Also gut, jetzt setze ich mich erstmal hin. Also, ich habe mich also verletzt. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Lauter. Aua, aua. Wo habe ich denn Aua? Meinetwegen am Knie. Was weiß ich denn, wo du Aua hast? Am Knie. Ach so. Aua. Mein Knie tut so weh. Au, tut das weh. Aua, aua. Schon besser. Und jetzt mit mehr Gefühl. Aua. Mein Knie tut so weh. Aua. Mein Knie tut so weh. Aua. Mein Knie tut so weh. Aua, aua, aua. Was machst du denn da? Ich singe. Du sollst nicht singen. Du hast dich verletzt. Du bist vom Baum gefallen und hast... Aua, ist das denn so schwer? Ach ja, stimmt. Aua, aua, Hilfe, mein Knie, es tut so weh. Aua, aua, Hilfe, mein Knie, es tut so weh. Aua. Was ist denn hier passiert? Der kleine Junge hat sich wohl wehgetan. Aua, aua. Das war doch eben der... der so frech war. Aua, aber ich glaube, ich muss trotzdem hin. Aua. Ich gehe mal nachschauen. Aua, aua. Aua. Hey, du.
Aua, aua. Was ist los? Was hast du? Ich bin vom Baum gefallen und ich habe mich verletzt. Kannst du mir helfen? Ah, schon wieder dieser Baum. Warum klettert denn jeder auf diesen Baum rauf? Aua, aua. Wo tut's dir denn weh? Am Knie. Ja, genau, am Knie. Am Knie? Lass mich mal überlegen. Also, wuff, waff, wuff, wuff, waff, wuff, waff, wuff, wuff, waff, wuff, waff, wuff, wuff, waff. Ich hab's. Na klar, die Sophie, die ist doch Krankenschwester. Die könnte uns helfen. Kleiner Junge, Nils, ich gehe die Sophie holen. Du bleibst hier und wartest. Okay. Bis gleich, Kinder. Ha! Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hab ich dich endlich. Oh. Und jetzt kommst du mal mit hier. Lass mich frei, du blöder Hugo. Und was ist mit meiner Belohnung? Die bringe ich dir gleich. Hier hast du deine Belohnung. Da, nimm. So, und ich nehme den sprechenden Hund jetzt mit in meine Waldhütte. Oh, schaut mal, sieht der nicht cool aus? Richtig gefährlich. Ich bin der König der Urtiere. Hallo. Hallo. Bist du nicht der Nils, der neu hier hingezogen ist? Ja, stimmt. Und wer bist du? Ich bin Sophie. Ich arbeite drüben im Kinderkrankenhaus. Was hast du denn da für einen tollen Dinosaurier? Den habe ich von so einem Hundefänger bekommen, weil ich ihm geholfen habe, einen sprechenden Hund zu fangen. Wie bitte? Unseren Colin? Colin? Heißt der Hund Colin? Ist das deiner? Nein, Celine ist mein Hund. Colin hat noch kein Härchen gefunden. Er sagt, dass er noch keinen gefunden hätte, bei dem er bleiben will und wo er sich sicher fühlen würde. Und jetzt hast du diesem Hundefänger auch noch geholfen, ihn zu fangen? Das war gar nicht gut. Das war sehr dumm. Dieser Hundefänger ist böse. Ich wusste ja nicht, dass er böse ist. Er hat mir gesagt, er will den Hund fragen, ob er im Zirkus spielen will. Er wird ihn nicht fragen. Er wird ihn zwingen, Nils. Oh nein, wie furchtbar, blöder Dino. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Armer, armer Colin, das hat er wirklich nicht verdient. Ich muss jetzt zur Arbeit. Ich hoffe, du lässt dir was einfallen. Fehler kann man auch wieder gut machen, hörst du? Ja, vielleicht, aber wie soll ich das wieder gut machen? Oh. Denk gut nach. Ich muss jetzt los. Tschüss, Nils. Tschüss. Oh, 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 Kinder, Kinder, Kinder. Ich muss diesen Hundefänger suchen. Aber wo? Ja, im Wald. Er hat doch gesagt, er geht mit dem sprechenden Hund in den Wald. Ich muss Colin retten. Kinder, ich hoffe, wir werden ihn finden. Bis später. Und so zog der Junge los. Er war eher klein, nicht groß. Ein wenig Angst hatte er schon. Doch schritt er voran bis zum roten Mond und stand vor dem Waldstück ganz allein. Und fragte sich, soll ich da wirklich rein? Ja, er wollte ja schließlich Colin retten. Piep, aber im Wald gibt's doch gar keine Toiletten, Piep. Dann macht er eben Pipi am Baum, Pepe, Piep. Piep, ach so. Und wo ist Hugo, dieser Hundedieb? Der versucht, Colin in seine Hütte zu bringen und freut sich so sehr und fängt an zu singen. Ich bin bald reich, rasch, rasch. Nein, super reich, rasch, rasch. Ich bin bald überall im ganzen Land bekannt, rasch, rasch. Weil ich den sprechenden Hund aus Kölle hier heute fand, rasch. Bin ich bekannt, rasch. Bin ich bekannt, rasch. Was ist denn hier los? Ich will nicht mit zu dir, ich will frei sein, du bist nicht mein Herrchen. Ich komm nicht mit, ich will nicht in den Zirkus. Ich will doch nicht bei dir wohnen und ich bin nicht dein Freund. Jawohl! Das interessiert mich doch nicht. Du kommst jetzt gleich mit und wenn du schön artig bist, dann kriegst du gleich noch einen großen Knochen in der Waldhütte am See. Puh, ich will auch keinen Knochen. Nein, nein, nein. Das ist mir doch ganz egal, du blöder Hundefänger. Was sagst du zu mir, du blöder Hund, du? Du Schlabberbacke, du. Du Wurstbrötchen. Du Milchbrötchen, du. Du Tomate. Du Jurke. Du Birne. Du Banane. Du Hühnersuppe. Du, jetzt reicht es mir. Ha, dir fällt nichts mehr ein, du Möhreneintopf. Jetzt ist aber Schluss, sonst gibt es heute nichts mehr zu fressen für dich.
Jetzt ist aber Schluss, sonst gibt es nichts mehr zu essen für dich. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Schluss jetzt. Schluss jetzt. Psst. So, Colin, jetzt reicht es mir. Ich bin müde von der ganzen Nachsagerei und dem Geziehe. Ich gehe jetzt schlafen. So, und dich binde ich hier am Strauch fest. Blöder Hundefänger. Nein, ich will nicht, ich will nicht. Nein, nein, nein. So. Jetzt bist du fest und ich lege mich jetzt hier hin und schlafe eine Runde. Ich bin schon ein bisschen traurig. Keiner weiß, dass ich hier bin. Ich habe kein Herrchen, das mich vermisst und niemand, der mich sucht. Was soll ich nur machen? Ich möchte nicht, dass dieser blöde Hundefinger mein Herrchen wird. Hallo Kinder, gut, dass ihr alle da seid. Alleine hätte ich ein wenig Angst hier im Wald. Aber meine Mama sagt immer, dass es normal ist, wenn man mal ein wenig Angst bekommt. Und dass man aber manchmal den Mut besitzen muss, es trotzdem zu tun. Vor allem, wenn man anderen in Not helfen möchte. Und ich will ja unbedingt dem Colin helfen. Da ist er ja. Und Hugo auch. Oh, sie schlafen. Was mache ich denn jetzt? Hey, du. Was willst du denn hier? Psst, sei leise. Der Hugo soll nicht aufwachen. Ich bin da, um dir zu helfen. Ich weiß jetzt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es tut mir so leid, dass ich dich vorhin veräppelt habe. Ich bin gar nicht vom Baum gefallen. Entschuldige bitte. Ist schon okay. Du bist ja jetzt hier, um mir zu helfen, oder? Psst. Wir müssen leise sein, ja. Sonst wacht der Hugo auf. Ganz leise. Oh nein. Was soll ich denn machen, um dir zu helfen, Colin? Lass mich nachdenken. Mir wird schon was einfallen. Okay. Moment. Wuff, waff. Wuff, wuff, waff. Wuff, waff. Wuff, wuff, waff. Wuff. Ich hab's. Du machst den Knoten von der Leine auf und bindest die Leine ans Bein vom Hugo. Das wird ein Spaß. Okay, mach ich. Lass mich erstmal die Leine aufmachen. Du bist frei. Oh, danke. Super. Und jetzt binde ich das am Hugo fest. Das wird ein Spaß. Ja. Hoffentlich schafft er es, Kinder. Psst. So, fertig. Ist festgebunden. Super. Was machen wir denn jetzt, Colin? Und jetzt rufen wir gleich ganz laut zusammen, wer hat Angst vor Hugo? Und wenn er kommt, dann laufen wir. Okay? Okay, das wird bestimmt lustig. Also, bei drei. Okay. Eins, zwei, drei. Wer hat Angst vor Hugo? Und wenn er kommt, dann laufen wir. Was ist denn hier los? Schnell verstecken! Ich werd ja wohl verrückt. Wo sind die dann hin? Wer hat denn hier dem Hund geholfen? Oh Mann! Jetzt haben die mich hier festgebunden. Wo sind die dann hin? Wer hat denn dem Hund geholfen? Edgy Badgy, Edgy Badgy! Oh, euch krieg ich. Warum bindet ihr mich denn hier fest? Ihr seid ja wohl verrückt. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit, mich, den Hugo, hier festzubinden. Also wirklich. Edgy Badgy, Edgy Badgy! Mich kann man doch nicht hier einfach so festbinden wie ein Hund. Das geht doch nicht. Na wartet, ihr Frechdachse, wenn ich euch erwische. Edgy Badgy, Edgy Badgy. Und jetzt los. Oh, das geht doch nicht. Na wartet, ihr Frechdachse, wenn ich euch erwische, bleibt sofort stehen. Stopp, halt. Und der Hugo rief noch lange Stopp und halt. Und fluchen hörte man ihn durch den ganzen Wald. Derweil waren Colin und Nils schon längst weit weg. Übrig blieb vom Abenteuer nur ein kleiner Schreck. Piep, war das aufregend. Da haben Nils und Colin den Hugo ganz schön reingelegt. Und übrigens, Luquindo,
Ich hab mir da was überlegt. Der Colin hat kein Herrchen, sagtest du. Richtig, aber die Geschichte geht weiter. Hör gut zu. Colin und Nils waren außer Atem gekommen. Sie waren gelaufen, gerannt und über den See geschwommen. Nun war Nils wieder fast daheim. Da sagte Colin ihm, dass ich sprechen kann, das bleibt geheim. Na klar, ich werde es niemandem erzählen, damit du nicht nochmal in Schwierigkeiten kommst. Es bleibt unser Geheimnis, das verspreche ich dir. Du bekommst mein Ehrenwort. Danke, Nils. Danke, dass du mich gerettet hast und so mutig warst, in den Wald zu gehen, um mich zu suchen. Das war echt prima von dir. Ja, das habe ich doch gern gemacht. Ich musste ja auch meinen Fehler wieder gut machen. Aber jetzt muss ich nach Hause. Es ist schon spät und ganz dunkel. Ja, mach das. Willst du mitkommen? Ich habe gehört, du hast kein festes Zuhause und kein Herrchen. Vielleicht könnte ich ja dein Herrchen sein. Das ist zu gefährlich für dich und mich. Wenn Hugo rausfindet, dass ich bei dir wohne... Wir könnten uns ja gegenseitig beschützen. Ah, das ist eine gute Idee. Ich beschütze dich und du mich. Wuff, wuff, so klappt's. So machen wir's. Ah, toll, dann freue ich mich. Dann komm mit, ich zeig dir mein Zimmer und meine Spielsachen und unseren Garten. Du, Nils, versprichst du mir, nie wieder Celine oder irgendeinen anderen Hund hinterherzurennen und zu ärgern? Ja, das verspreche ich dir. Ich wollte deine Freundin auch gar nicht ärgern. Ich wollte sie nur streicheln. Aber so geht das nicht. Wenn du einen Hund kennenlernen möchtest, musst du warten, dass er zu dir kommt, an dir schnüffelt und ihm Zeit geben, dich erstmal kennenzulernen. Und wenn er weggeht, darfst du nicht einfach hinterherlaufen. Ruf seinen Namen und warte ab, ob er überhaupt Lust hat, mit dir zu spielen. Ja, okay. Dann sag deiner Freundin Celine Entschuldigung von mir. Und das nächste Mal, wenn ich sie sehe, bringe ich ihr einen leckeren Knochen mit, okay? Ah, das ist eine super Idee. Das mache ich. Da freut sie sich bestimmt. Komm, wir gehen nach Hause, Colin. Tschüss, Kinder. Tschüss. Von nun an hatte Nils einen Hund. Und die Welt war chaotisch und bunt. Colin war schnell und super schlau. Piep, wie eine Supersau. Genau. Wir sagen Tschüss und natürlich Wauwau. Piep, ich bin doch kein Hund. Na und? Ich sage Piepüss und das heißt auf Piepisch Tschüss.